Ich bin hier und du bist dort und irgendwie ist alles vertauscht. Guck darauf, kannst du mich verstehen, ja. Okay. Ich habe hin und wieder das Gefühl, du rennst im Takt weg. Da gebe ich gerne einen Kommentar zu. Und zwar mache ich das ganz bewusst. Wenn ich nur mit Gitarre unterwegs bin, dann habe ich ja keine Hintergrundmucke. Dann habe ich kein Schlagzeug, also keine rhythmische Begleitung. Und dann ziehe ich ganz bewusst, wenn ich nur Gitarre spiele, etwas an, um der Sache, ich sag mal, ein bisschen mehr Fluss zu geben. Wenn ich einen Schlagzeuger hinter mir hätte, dann hätte ich das nicht nötig. Verstehst du? Also und wieder den Takt vorgegeben. Ganz genau. Dann. Ganz genau. Genau, Metronom. Ja, ne? Genau. Und das mache ich also ganz bewusst, dass ich das ein oder andere Lied etwas schneller spiele, damit es etwas flüssiger klingt, sag ich mal. Ja. Ne? Also ich mache seit 1965 Musik, bin in den 60er Jahren praktisch angefangen und habe von daher ein unheimlich breites Repertoire, sprich von den 60er Jahren bis heute, also ein Querschnitt durch, ja genau genommen durch 6 Jahrzehnte, von Oldies 60er Jahre bis heute, also aktuellen Klamotten, mache nicht nur hier in Pubs Musik, sondern auch und wahrscheinlich auch etwas mehr Tanzmusik. Und zwar kreuz und quer durch ganz Deutschland, nicht nur in dieser Region hier. Bin seit 69, mache ich das beruflich und habe in der Zeit natürlich ein riesen Repertoire auch angesammelt, wie ich gerade schon sagte, von 60er Jahre bis heute. Und das betrifft, sagen wir mal, Musikrichtung von Oldies über Rock, Pop, Folk, Country bis Klassik sogar. Leite, ja bitte. Aber gerade heute Abend bist du so in meiner Jugend. Ja. Neil Young, Herbert Grönemeyer, ja, das ist also, alles. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, du hast unheimlich Spaß an dieser Richtung von Musik und gerade aus dieser Zeit. Das ist richtig. Das ist im Besonderen habe ich deswegen Spaß an dieser Richtung Musik, weil das wirklich noch unplugged ist. Ich habe eine Gitarre, 6 Saiten und 2 Hände. Mache aber nicht nur alleine, sondern auch mit einer Sängerin auf Wunsch, beziehungsweise im Trio mit 2 Musikern, einer Sängerin, mit zu viert, mit einer Oldie-Band. Die kann ich auch bis 5 Leute aufstocken. Und da machen wir nur Oldies 60er Jahre. Und das ist auch reine handgemachte Musik. Während ich bei Tanzmusik, wie ich schon sagte, mich leider einer gewissen Technik bedienen muss. Sonst wäre ich lange weg vom Fenster. Was ich heute Abend so feststelle, ist einfach, du hast ein sehr undankbares, in meinen Augen sehr undankbares Buch. Das ist heute leider so, als ich vor 3 Wochen hier das erste Mal war, es viel, viel besser. Wie gehst du damit als Musiker um? Ganz cool. Man kann ja mal hochrechnen, 15 bis 13, ja. Annähernd 50 Jahre mache ich das und habe natürlich alles erlebt, alle Höhen und Tiefen, auch sowas hier. Heute Abend muss ich auch zu Deutsch sagen, Perlen vor die Säue. Das ist leider so heute. Es gibt aber völlig andere Situationen. Gerade in dieser Gaststätte hier habe ich, wie gesagt, vor 3 Wochen den ersten Gig gemacht und da war eine Riesenresonanz da. Das war also ganz toll. Aber sowas hat man und damit muss man umgehen können. Natürlich gefällt mir das nicht, wenn da kaum jemand hinhört, aber da muss ich mit leben. Insbesondere auch als Berufsmusiker. Ich kann nicht mehr sehen. Ich danke dir für das Gespräch hier. Herzlich gerne. Ich möchte dich auch nicht länger von deinem Publikum, auch wenn es heute ein bisschen ignorant ist. Ja, gut, das wird nächstes Mal wieder besser, hoffe ich. Aber ich denke mal, im Laufe des Abends wird es noch besser. Ja, gehe ich auch von aus. Und ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Herzlich gerne und ich danke auch. Und nett, dich kennengelernt zu haben. Das freut mich. Dankeschön. Gleich so. Lothar. Tschüss. Alles gut. Tschüss. Danke. Mountain, take me home, mountain roads.